Durchatmen, die Natur spüren und die Muskeln stärken. Wandern ist wie Medizin für Körper und Geist. Wer sich schon mal ein paar Stunden im Wald oder in den Bergen bewegt hat, weiß das. Wer gesund bleiben will, muss etwas dafür tun, sagt Professor Tobias Erhardt, Studiengangsleiter Physiotherapie an der SRH Hochschule für Gesundheit und wissenschaftlicher Leiter der Studie. Gesundheitswandern scheint sich tatsächlich sehr positiv auf Körper, Geist und Seele auszuwirken. Eine Art biopsychosoziale Intervention. Es gibt sehr ermutigende Effekte in den Bereichen des Herz-Kreislauf-Systems, der Fettverbrennung, des Bewegungsapparates, aber auch in der emotionalen Befindlichkeit. Und da spielt das Gruppenerlebnis in der Natur eine ganz zentrale Rolle. Hinzu kommen Aspekte der sogenannten Selbstwirksamkeit, was bedeuten kann, künftig mit belastenden körperlichen und seelischen Befindlichkeiten besser umgehen zu können. Studienteilnehmer bekommen in 10 geführten Gesundheitswanderungen individuelle Messungen und Feedback zur eigenen Gesundheit. Das Gesundheitswandern ist eine ideale Verbindung von Bewegung und Natur. Das heißt, sie wandern mit einer Gruppe unter fachlicher Anleitung durch eine wunderschöne Landschaft. Und charakteristisch ist dabei auch eine Kombination von therapeutischen Übungen, beispielsweise zur Koordination, zur Kraft, auch zur Beweglichkeit in Verbindung mit einer Entspannung. Für die Studenten sind solche Studien immer Gold wert. Es sind Praxisprojekte, in die sie sich einbringen und wichtige Erfahrungen sammeln können, sagt Professor Tobias Erhardt, Studiengangsleiter Physiotherapie an der SRH Hochschule für Gesundheit und wissenschaftlicher Leiter der Studie. Ein Absolvent der Physiotherapie wird sich in seiner wissenschaftlichen Bachelorarbeit intensiv mit dem Gesundheitswandern beschäftigen. Ein weiterer Studierender arbeitet als wissenschaftliche Hilfskraft. Weitere Studenten dürfen natürlich sehr gerne an dieser Studie teilnehmen. Sie können aber auch an diesem Beispiel lernen, wie Ideen von Studien entstehen und danach auch konkret umgesetzt werden können. Darüber hinaus wollen wir uns gemeinsam mit unseren Studierenden sowie den Kooperationspartnern auf dem wachsenden Gesundheitsmarkt weiter vernetzen. Wer bei der SRH Gesundheitswanderstudie mitmachen möchte, Infos gibt es auf gesundheitswandern-srh.de. Antti Soramies, Campus Report.